Herzlich willkommen zurück zu Warriors Orochi 4. Im letzten Mal haben Zeus das erste Mal getroffen und auch besiegt. Aber er hat seine Full Power nicht wirklich verwendet. Er hat nur sie in Späßchen aus uns gemacht. Wie das Ganze weitergeht und was er jetzt letzten Endes vorhat, bleibt nur abzuerwarten. Er will auf jeden Fall als Herrscher dieses neuen Reiches hervorgehen. Und die Koalitionstruppen wollen das definitiv verhindern, dass das passiert. Die wollen sich nicht Zeus einfach so ergeben. Ich meine, er kommt einfach jetzt in diese Welt. Ja, ich bin jetzt euer König, euer Herrscher, euer Gott. Ja, dann müssen wir das akzeptieren. Das kann man nicht zulassen. Und diejenigen, die das heute verhindern wollen, sind Li Dien. Er hat nicht ausgedient, Leute. Yujin und Weng Yuanji. Ja, neulich zugestoßen, von daher schauen wir uns mal an, was sie zu bieten haben. Li Dien mit dem Serious Wind, Sirius. Are you serious? Yes, I am Sirius. Alternativen wären Hellbringer, Heavenly Destruction, Flash Wheel und Roaring Wheel. Mit Yujin verwende ich den Heaven Conqueror. Die Alternative Heaven's Judgment, auch viel, viel besser, die Waffe, Milliarden mal besser, die ist so godlike. Oh, die Shit ist gut. Aber ja, wir nehmen die, weil sie cool aussieht. Hardest Judgment hätten wir noch. Mincing Trident und Rupture Trident. Muss ich ein bisschen an Oddworld denken, mit Rupture Farms. Und bei Weng Yuanji haben wir Mercurial Rain. Die Alternativen sind Hailblades, Rainblades, Rose Thorns und Lightning Blades. Jo. So viel dazu. Schauen wir uns die Götterwaffen an. Mit Li Dien verwende ich Harpe, mit Yujin verwende ich den Cerberus und mit Weng Yuanji Lumen Zalaria. Okay, und heute habe ich gedacht, nehmen wir Ghost, hat so ein bisschen die Wavefarm und ich wollte jetzt nicht, normalerweise müsste ich hier so ein normales, dreckiges Mistpferd nehmen, würde am besten zu dem passen, weil es halt normale Offiziere sind. Aber von der Farbgebung passt das Pferd ganz gut für den Way-Truppen. Von daher habe ich mich für Ghost entschieden. Ist ja auch ein gutes Vers. Gut. Wir sind hier stehen geblieben. The Gods Pincer Attack. The Gods attack the Coalition Army's position. Display the power of mortals and push back this divine threat. Dann mal los. The Coalition Army managed somehow to drive off Zeus. He vanished with a smile on his lips. However, the truth of this world and Zeus' plans remain shrouded in mystery. Then, Loki, the god of Asgard, made his next move. Ares, the god of Olympus, also attacked Coalition territory. Merciless attacks from these divine beings rained down on the mortals' heads. The Coalition immediately went on the defensive. But would they be able to find the strategy to save themselves from the ultimate almighty pincer attack? We managed to prepare our defenses before the enemy arrived somehow. So now we just defend our commander Nobunaga while picking a fight with these gods. Don't be that easy. We have to fight both Ares and Loki at the same time. No wild or selfish actions out there. Indeed, victory in this battle will require our complete cooperation. Seriously, can someone lighten the mood a little? Reporting, the forces of both Ares and Loki have arrived. They are here, and now the gates to hell shall open.
Der und sein Ton zur Hölle, wenn es abgeht, ne? Er liebt es, die Herausforderung, das Nervenkitzel, er liebt es. Tja, die arbeiten nicht wirklich zusammen, Aristologie, aber irgendwie steckt man trotzdem voll in eine Scheiße. Also die nordischen Götter und die griechischen Götter. Jetzt haben wir die Kacke am Dampfen, ne? Irgendwie müssen wir aus dieser Misere rauskommen. Mal gucken, ob wir hier die entscheidende Strategie für fällen können. Nobunaga, Yasu und Mitsuhisa dürfen nicht sterben, Aristologie müssen besiegt werden. Bei den Gegnern haben wir erstmal jetzt hier bei den nordischen Gegnern haben wir Loki, Jonghui, Yoshitsune, Minamoto, was macht der da eigentlich? Benkei, was macht der da? Mimir wieder, den Typen von der Quelle Weisheit. Interessant. Achso, Third Force habe ich jetzt vergessen, genau. Die Olympus-Streitkräfte, Ares, Zhang-He, Zhao-Pi, Zai-Wen-Ji, Fang-De, Wang-Yi. Viel gefährlicher, ich merke schon. Wenpin. Und hier wieder ein paar Götteroffiziere. Ja, das wird kein Spaß. Ich merke schon, das wird ziemlich hart. Oh, da müssen wir durch. Flying Kung Fu. Wurong Mountains. Ist gar nicht frei. So, Lidi, zeig uns, dass du noch nicht ausgedient hast. Die Waffe sieht echt cool aus, die er hier hat. Auch das erste Mal eigentlich spielbar, ne? Lidin. Gute Zeit. Das erste Mal in ein Orochi-Tal ist er dabei, ey. Coole Sachen. Definitiv. Oh, und der Extra. Boom. Ah, so stark ist er nicht, muss man einfach mal sagen. Aber was soll's. Waffe ist auch nicht sonderbar gut ausgewässert, muss ich sagen. Dann müsste ich wieder die andere nehmen. Aber es wird reichen, das Spiel ist eh nicht schwer. Zack! Gute AOE-Angriff hat er auf jeden Fall drauf, ne? Kann man nicht leugnen. Kann man einfach nicht leugnen. Und da geht er down, der Freak. Mit seinen Beyblades hier immer. Lidin. Nochmal Göttermusu reinklatschen. Zack! Yo! Einfach nur geil. Jetzt fängt Yujin hier mal ein bisschen ran. Ich denke, wir kümmern uns erstmal um die da oben. Oh, scheiß, die Wand. Aber wir hatten jetzt so viel Schaden gemacht. Hey, also. Oh, shit. What's going on? Ich meine, er ist tot, aber. Die Hälfte abgezockt. Keine Ahnung. Schwierigkeit ist gerade leicht am Steigen. Aber noch viel zu einfach. Zack. Mega geil! Yuji macht auch immer Spaß zu spielen. Zumal wir auch immer andere Attribute auf unsere Waffe draufpacken können. Seht ihr das? So ein Feuer. Voll geil. Oh Scheiße, wer ist das? Zaupi ist einfach jetzt erschienen. Was macht der denn hier? Oh mein Gott! Ja, ich glaube, da verwende ich jetzt mal den Rage. Ich habe den gar nicht kommen sehen. Das ist ja gemein. So, zwei Kugeln, jetzt können wir Blitz aktivieren. Ist immer ein bisschen komisch mit Kugeln. Wenn man einmal gecheckt hat, das Ganze funktioniert, das ist eigentlich super strong. Und das Feuer. Also man kann mit denen gezielt alle Elemente kontrollieren. Super. So, jetzt sind wir hier oben. Ich bin hier nicht sogar noch eine Figur, irgendwie habe ich sowas in Erinnerung. Oh no. Ja, jetzt haben wir das dunkle Element, Slay. Das kann er nämlich auch haben. Guck mal, jetzt geht's richtig ab. Je nachdem, wie viele Kugeln um uns kreisen, haben wir dann ein anderes Attribut. Oh, ist das geil. Ist das geil, Leute? Jetzt haben die gar nichts mehr zu melden. Ist auch einer der besten Charaktere, Yujin. Einfach weil er so mega abgehen kann mit seinem Scheiß hier. Und guck mal, wie lange das hält, vor allem. So gut, jetzt ist er erst weg. Normal musst du immer von Yujin. Einfach nur so ein Schockwelle, ist jetzt nicht so atemberaubend, aber ey, besser als nichts. Jetzt kann Wang Yuanji mal ran. Übrigens, das Dynasty Warriors 9 Outfit. Dynasty Warriors 9 ist zwar ein geil, gammeliges Spiel. Finde ich ein absolut gammeliges Spiel, aber das Outfit ist eigentlich ganz cool von Wang Yuanji aus dem Spiel. Okay.
Der Götter-Musu ist ebenso geil. Alle weggefetzt. Bam. Cool. Ach, Yoshizumi Minamoto, willst du auch unbedingt noch besser? Das lässt sich definitiv einrichten. Definitiv. Und dieser neue Ex-Angriff, der ist echt ridiculous. What the fuck? Dann wissen wir was von Traffy Law oder von All Cheeks. Dieser Kugel. Soll man ihn gleich rauslocken, ne? Naja. Kennt das doch noch. Nochmal Göttermusu. Boom, Peng. Mega geil, ey. Ich hatte keine Götterkraft mehr für die. Ging nicht mehr anders. Ich muss es so machen. Und zack, Lumen Zalarian. So, Yujin muss da oben hingelockt werden. Okay. Oder hingebracht werden, ja. Können wir einrichten. Ist er nicht jetzt schon da? Wo ist denn jetzt fucking Lubu? Okay, der kommt da auf jeden Fall hin. Den soll jetzt nicht auffallen. Nicht stören. Ja, versuchen wir es mal, dass dieser Plan funktioniert. Hätte ich nichts dagegen, sag ich mal so. Ist er da? Ja, er folgt sie natürlich einfach. Die haben nur Angst vor Lubu, aber letztendlich wollen wir den gezielt da oben hinlaufen. So sieht es nämlich aus hier. So, Lubu ist auf jeden Fall da. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Blumen, toll, ach ja, zack. Stampfattacke, mega geil. Idin, zeig ihnen, dass du nicht ausgedient hast. Zack. Oh mein Gott, das habe ich auch gehofft. Voll gut. Ah, es ist advancing towards Lubu. Ja, jetzt bekämpfen die sich nicht gegenseitig. Das war die ganze Zeit der Plan. Super. Und wenn zwei sich streiten, freut sich Lidi. Komm. Zeig, was ihr drauf habt, Mann. Gar nicht mal so schlecht, oder? Das trifft uns jetzt nicht. Tja, Lubu. Währenddessen bin ich leider unverwundbar. Sorry, du Model. Ja, besiegen wir erstmal Lubu. Der ist, glaube ich, ein bisschen gefährlicher als Ares. Und er ist besiegt. Oh, was ist das? Das war der Götterangriff von Ares. Oh mein Gott. Ich hab den Flammenwerfer aus. Ich bin es halt auch nicht zu spaßen, ne? Aber Lidin hat's geschafft. Ich kann stolz auf Lidin sein, Mann. Ja, und wir haben noch sogar eine suboptimale Waffe. Stell dir mal vor, ich hätte die gute Waffe von Lidin. Geht auf jeden Fall noch mehr. Okay, dann haben wir jetzt die Götterstreitkräfte vom Olymp schon mal ausgenährt. Kaningen soll jetzt die anderen da rauslocken. Dazu müssen wir hier ein bisschen was reißen. Komm, komm schon. Was ist das? Goodbye. Das war der Göttermusu. Gar nicht mal so spektakulär, ne? Ah, egal. Spin to win. Oh Mann, diese Luftangriffe sind echt langweilig. Die Luftmusu sind meistens nur solche. Hey Blades, let it rip! So ist Ganing nicht hier hin. Ich will hier ganz höflich mal anklopfen. Oh, Tai und Wang und Shenlong sind da, wie geil. Noch mehr Mystiker, die sie uns anschließen. Das können wir gebrauchen. Ja, wir brauchen natürlich deine Hilfe, Tai und Wang. Eigentlich kamen wir ganz gut klar, aber ey. Wie sich wieder fühlt. Ja.
Hilfe ist immer gern gesehen. So, was müssen wir jetzt machen? Der Ling ist da. Ah, der tornte die da raus. Sehr gut. Zhong Hui, komm hier raus. Die Eier hast. Only Dean! Jetzt auch musst du wieder aufgezählt. Genki Dama. Zhong Hui lebt aber noch. Gib mal Luft musst du. Der ist ein bisschen geiler von Li Dean. Besser als der von Wang Yuanji, ne? Okay. Gesehen. So, bevor wir jetzt da unten hingehen, zu Loki. Wir besiegen erstmal die ganzen Wut-Truppen hier und auch Wikinger hier noch. Wow. Der Lufuzu ist auch ein bisschen stärker. Ist halt Yujin, der ist broken as fuck. Einer der besten Charaktere im Spiel. Der ist halt wirklich wichtig. Er ist halt wirklich super gut. Ach, da oben ist auch noch ein. What? Wer rennt hier weg? Wer rennt hier weg? Forsetti möchte gern vor, sind weg mit dir. So. Loki und. Loki und Mimi hier, ne? Ne, die Griffins sind es. Ja, mit denen ist auch nicht zu spaßen. Zum Glück haben wir es besiegt. Knallen wir einfach mal einen Zug rein. Ach, ist noch nicht komplett aufgeladen. Na gut, jetzt aber. Scheiß nicht lange. Los, Li Dean! Du hast Lugu besiegt. Du hast Ares besiegt. Dann kannst du auch noch Loki besiegen. Ja! Ich weiß nicht. Hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, ne? Ich glaube, die Waffe ist auch ein bisschen stärker geworden jetzt. In den Kämpfen. Auf jeden Fall eine geile Schlacht. Sehr viel Action, sehr viele Kämpfe, sehr viele starke Offiziere. So wie ich das sehe. Ja, die Mystiker haben immer die Insider-Infos. So ist das. Na gucken, was sie zu sagen haben. Nobunaga no katsuyaku no okage de michi ga hiraki koko e kuru koto ga dekimashita. Nobunaga's deeds allowed for the path to open and for us to arrive. My thanks, I'm Shennong. And this is... Taikoubou-da. Kongo wa kikou-tachi ni chie to chikara wo kashite yarou. Taigong-wang. We will lend our intelligence and strength to you. Yoroshiku tanam. Sassoku shitteiru koto wo oshie yo. It's nice to meet you. Now, please, tell us what you know. So, haseru na. Zenchi zennou no watashi toiedo, Olympus no shushin no kangae o yomu koto wa sasuga ni muzukashii. No need to panic. Even in my omnipotence, I cannot read the minds of the kings of the gods of Olympus. Danga. However, I know a little about his daughter, Athena, his son Ares. Athena is the goddess of responsible for strategy in Olympus. She is serious, trusts her father implicitly, and is both wise and brave.
Zeus to Seisai Hera no aida ni umareta chakuna. Ikusa no kami da ga kore ga kusemono de na. Ares, meanwhile, is Zeus' heir, born to Zeus' wife Hera. He is the god of war, but a bit of a difficult individual. Born of the noblest standing, he has supreme confidence and is also arrogant. Looking down on the other gods and mortals alike, even Zeus seems to have taken note of his personality. Indeed, I can't say I care for him. We won't be able to persuade or get any truth out of him. Taking this direction to Zeus seems our only option. Can I just ask, have you seen Shintōji? No, I can't say that we have. What kind of person should we be looking for? He's a demon, big with burning red hair and with a huge god on his back. Sounds like someone you would have noticed. I would definitely remember. I see. He should have been caught up in the fusion before, so wherever could he be? Shintōji, ne? Ist ja ein Teil von Orochi. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Nur in Orochi 3 immer. Ja, ist interessant. Also wenn der eine auf Twitch hier auftaucht, würde ich begrüßen. Auch ein sehr cooler, uniker Charakter. Aber nee, den haben wir noch nicht gesehen. Und ja, ansonsten Taiyuan Wang hat so ein bisschen was über Ares und Athen erzählt. Athen ist so die Strategentante. Ares mega cocky, God of War, meinte es immer überlegen. Wie Taiyuan Wang eigentlich selbst, ne? Da meinte ich auch erst überlegen. Gegenüber den Menschen. Also er hat auch gesagt, ist all so arrogant. Meinte wahrscheinlich sich selbst. Naja, gut. Freunde, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann hat Nidhi wieder ausgedient, denn das war seine Mission und die hat er erfolgreich absolviert. Also Leute, bis dann und ciao.